Hi, ich bin Robert, euer Abenteuerguide, und heute geht's um die hier. Als zertifizierter Wildnisführer und jemand, der dementsprechend auch privat viel draußen unterwegs ist, ist natürlich der richtige Outdoor-Schuh wichtig. Ich war auf der Suche nach einem leichten Schuh, weil gerade bei den Kursen bin ich mit wenig Gepäck unterwegs. Und was will ich da mit den schweren Bergstiefeln? Voraussetzung war natürlich ein wasserdichter Schuh und der musste ein super Profil haben. Erster Anlauf waren die Revolution Race Schuhe, die absolut nicht wasserdicht waren, Kernschrott. Dann wurde mir der Adidas Terrex empfohlen, hab den bestellt und jetzt 200 Kilometer Probe getragen und lasst euch mal kurz meinen Erfahrungsbericht dazu da. Prinzipiell ein geiler Schuh durch die Gore-Tex-Membran, absolut wasserdicht, habe ich getestet, bin super zufrieden, ist halt auch wirklich bis oben vernäht, sodass auch oben nichts reinlaufen kann bei der Zunge. Der Schuh ist atmungsaktiv und hat durch dieses Profil, das scheinbar Continental herstellt, einen richtig geilen Grip. Genau. Stabilisiert trotzdem so ein bisschen den Knöchel, das war mir noch wichtig, dass der über den Knöchel geht. Genau, so. Was jetzt aber auch hier nicht sein darf, ist, dass der Schuh einfach mal schon nach 200 Kilometern Ermüdungserscheinungen zeigt. Jetzt könnte man auch sagen, Einzelfall passiert schon mal. Wenn ich meine Liebste auch einen Terrex zu Hause stehen hätte, der zwar schon ein bisschen älter ist, aber genau die gleiche Stelle einfach mal so ein Loch aufweist und nachgelassen hat. Da im Prinzip alle leichten Stiefel am Markt, so in der Gewichtsklasse um 800, 900 Gramm, ähnlich gebaut sind, lässt mich das sehr dran zweifeln, ob ich überhaupt noch einen Schuh finde, der hält, was er verspricht. Die haben alle hier oben so ein leichtes atmungsaktives Gewebe und sind dann hier unten gummiert. Mal schauen, ich habe mir jetzt noch von Mammut einen Schuh bestellt. Mal gucken, ob der das besser kann. Ich werde euch auf alle Fälle auf dem Laufenden halten. So viel dazu. Ich hoffe, irgendwann endet meine Pechsträhne. Irgendwie gerade alles, was ich an Outdoor-Equipment anfasse, ist oder hält nicht, was es verspricht. Schauen wir mal. Schaut einfach mal wieder rein. Ich halte euch auf dem Laufenden. In dem Sinne, bis bald im Wald.